So, einen recht herzliches Willkommen. Ja, ihr habt richtig gesehen, wir spielen Splatoon 1. Meine Controller sind kaputt von der Switch und da habe ich mir gedacht, gut, dann spiele ich eben Splatoon 1. Das die Controller betrifft, da ist natürlich dann auch nicht nur Splatoon 3 betroffen und auch Splatoon 2, sondern auch die Sonic und Mario Games. Deswegen gab es jetzt eine ganze Weile lang nichts mehr hier an Games und an Spielen, weil ich habe zuerst an meinem Roman gearbeitet, an meinem Science-Fiction-Roman. Da kann ich auch gleich ein bisschen Werbung dafür machen, in eigener Sache. Und ich schiebe mich mal da in die Mitte. Ich lasse die zwei ein bisschen quatschen da im Hintergrund. Und dann sind auch noch ein paar andere Sachen gewesen. Ich war auf der EastCon und ach, so viel zu tun. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt gehst du mal wieder ein bisschen zocken und machst du mal die Sonic-Videos fertig, damit die Olympiade starten kann. Und dann, ja, gehen die Controller nicht mehr. Das heißt, ein Controller geht, der linke geht nicht. Also habe ich mich sofort an den Computer gesetzt und gesagt, ich bestelle mir einfach neue Controller, weil bringt nichts, hilft nichts. Wenn neue Controller her müssen, dann ist es eben so. Und die sind jetzt einfach noch, die lassen jetzt noch auf sich warten und deswegen spiele ich einfach mal eine knackige Runde. Was heißt knackige Runde? Drei knackige Runden. Splatoon 1. Viel Spaß. Also dann, lassen Freunde, bleibt spritzig. Ja, wer erinnert sich noch daran? Da kommen wirklich Nostalgiegefühle hoch. So, und dann nachdem ich jetzt von einer Festplatte zu einem Stick gewechselt bin, kann es jetzt endlich losgehen. Na, wer erinnert sich noch an den Inkopolisplatz? Es ist wirklich. Also, ich liebe ja Splatoon über alles und ich mag auch Splatoon 1. Die Sache ist die, Splatoon 1 spielt man ja auf der Wii U, also immer noch. Und, das bedeutete für mich erstmal alles umstecken, die Wii U anschließen, vorher vom Staub befreien und sich natürlich auch an dieses Handling wieder gewöhnen. Weil man hat ja diesen schweren Bildschirm da in der Hand, in den Händen und auch dieser Stabbildschirm total ungewohnt. Ich sehe übrigens, ich stehe übrigens genau vor dem Inkling. So, und total ungewohnt, aber auch irgendwie wieder richtig schön und spannend. Man kann ja Splatoon 1 jetzt schon fast als Retro-Game bezeichnen, oder? Ja, also Retro-Games. Es soll ja Gamer geben, die haben schon ganze Kanäle, wo nur Retro-Games gespielt werden. Ist übrigens interessant, ab wann gilt ein Spiel als Retro-Game? Naja, wenn es vielleicht hier, wenn man hier vielleicht stundenlang warten muss, bis man, ja, schön, keine Verbindung zum Spiel, zum Gerät ist, ja, also eine Fehlermeldung. Ja, dann fangen wir eben nochmal von vorne an. Wenn es stundenlang dauert, bis man Mitspieler gefunden hat in einem Online-Game, weil es ja anscheinend kaum noch jemand spielt, aber oh, heute haben aber viel kaputte Switch-Controller oder Nostalgiegefühle. So, das Blauflossen-Depot mit dem Ursprung, mit dem alten Spawnpunkt und wir sind blau. Wunderbar, wir haben genug Spieler gefunden, damit es losgehen kann. So, und ich schiebe mich mal auf die andere Seite. Und es kann losgehen. Und wirklich, wirklich ungewohnt, mit dem schweren Bildschirm da zu spielen. Ich habe ja in der Vergangenheit immer wieder mal Splatoon 1 gespielt. Aber jetzt habe ich eben schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mal, welche Ulti-Waffe ich habe oder was ich hier überhaupt mache. Ich färbe eben einfach ein. Aber wie man sieht, es ist eigentlich so wie immer. Ich werde weggesplattet und dann respawn ich wieder und ja gut, da drückt man cool. Ah, oh, und jetzt ruckelt's. Warum auch immer. Diese Map, die ist wirklich sehr, sehr schwer einzufärben. Ich glaube, ich war ja gefühlt, wie lange spiele ich jetzt von Splatoon? Ich weiß gar nicht mehr, aber das, ich war ja gefühlt schon seit Jahren nicht mehr auf dieser Map. Habe ich die überhaupt schon mal? Doch, ja, doch. Aber es ist wirklich, die ist wirklich tricky. Auch diese Stufen da. So, da ist
Wir splitten jetzt mal. Gegner weg, wunderbar. Fiora ist erledigt, aber da war auch schon Gera zur Stelle mit dem Carbon-Roller. Wenn ich den Roller so sehe, muss ich jetzt spontan an die Splatoon-Mangas denken. Weil da ja auch in unterschiedlichen... So, Winter ist weg. Zeit im Sommer. Charaktere mit unterschiedlichen Wappen spielen und der Reflexroller hat, glaube ich, eine Gasmaske, wenn ich es richtig weiß. Ich bin das nicht mal richtig sicher. Muss ich den Tunmangas mal wieder hervorholen. Es gibt ja immer wieder neue, es gibt ja schon ganz viele, aber ich habe ja da schon ewig nicht mehr reingeguckt, weil ich literaturtechnisch momentan woanders unterwegs bin, wie gesagt. Weil ich das selbst jetzt. Ja, toll. Jetzt, wenn die Ultiwaffe aufgeladen ist, springe ich natürlich von der Map runter. Das ist klar. Was soll ich jetzt sagen? Selbst literaturschaffend bin, hatte ich nicht so viel Zeit, mir Mangas reinzuziehen. Wenn ich sowas mache, dann mache ich das immer an einem Stück, das, weil ich mich kenne. Wenn ich sage, oh, ich fange jetzt irgendwas an zu lesen und dann vergehen wieder Wochen, wo das nicht passiert, weil ich entweder keine Zeit oder keine Lust habe oder sonst irgendetwas dazwischen kommt, dass ich dann sage, okay, dann lese ich 2, 3, 4, 5 Bände in einem Rutsch oder einem Wochenende so durch, dass ich wieder drin bin. Das ist eigentlich gar keine schlechte Strategie, weil, ja, wie ich schon eben gesagt habe, dann hat man irgendwann keine Lust mehr und dann gehen Wochen, Monate, Jahre, naja, Jahre nicht, und dann weiß man gar nicht mehr dann, was war jetzt noch, und dann muss man wieder nachlesen. Ja. So mache ich es. So werde ich es wahrscheinlich mit den Splatoon-Mangas machen. So. Das erste Spiel seit ewig langer Zeit, Splatoon 1, und ich glaube, das sieht nicht gut aus. Und auch hier sieht man das Gruppenfoto vom eigenen Team. Da haben sich die Inklinge noch so richtig, richtig ärgern können. Guckt euch das mal an. Ja gut, in unserem Team, da war auch jemand mit 0 Punkten, also disconnected oder hat irgendwas nicht funktioniert. Ja, schade. Natürlich, eine zweite Runde wollen wir auf jeden Fall. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte noch. Ja, das Gruppenfoto. Das hat mir, wenn ich ehrlich bin, in der alten Version besser gefallen, dass man immer sein eigenes Gruppenfoto gesehen hat. Auch wenn man verloren hat. Während im Splatoon 3 sieht man ja immer die Gewinner. Und wenn man dann, ja gut, ich gönne jedem seinen Sieg, aber wenn man dann schon 5-mal verloren hat, dann muss man sich zum 5. Mal die Siege angucken. Das ist natürlich ziemlich frustrierend. Und was auch frustrierend ist, ist, auf neue Mitspieler zu suchen. Weil ich glaube, hier könnte es ein Weilchen dauern. Wir machen hier mal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Lauft nicht weg. So, das hat jetzt wirklich über 5 Minuten gedauert, wieder Mitspieler zu finden. Aber jetzt geht's los und wir sind auf der Bohrinsel Nautilus. Auch hier natürlich einfärben, bis der Arzt kommt. Und natürlich sind wir bereit und es ist ein wunderschönes Grün. Alien-Schleimgrün, jawoll. Und es geht richtig gut. Ah, es geht richtig gut voran. Ich mache mal ein bisschen cool. Ah, die Map gefällt mir richtig gut. Bohrinseln und so. Das ist schon was. Und diese Türme da und diese Rohre. Das ist schon was, was mir gefällt. So, Gera haben wir weg. Carbon-Roller ziert. Der uns auch. Wer macht am Spawnpunkt so einen Sprinkler dran? Lustig. Aber eine zum Einfärben. Richtig, richtig schwierige. Map. Es gibt nämlich nicht so viele große Flächen zum Einfärben. Es ist alles sehr verwinkelt. So, ich werfe meine Bombe. Sie sind jetzt hier als Farben der traditionellen Grünfarben. Grün und Magenta. Ist das Magenta oder ist das rosa? Es ist Magenta, glaube ich. Ist auch egal. Auf jeden Fall, Splatoon, sucht ja als Farben immer die Komplementärfarben aus, also die kontrastreichen Farben, davon auch wirklich die Unterschiede sieht. Stellt euch mal vor, es würden zwei verschiedene Gelbtöne, Maisgelb und Zitronengelb oder so genommen. Und, obwohl das vielleicht auch mal ganz witzig wäre.
So, ich werfe hier mal meine Bomben. Ich werde ja bestimmt gleich weggesplattet, weil das ist unglaublich tricky, hier voranzukommen. Geschweige denn, diese Ziele, die ich mir mal immer gesteckt habe, auch schon bei Splatoon 1, 1000 Punkte zu erreichen, wird ein bisschen schwierig. Aber man muss dazu sagen, ich bin natürlich auch ein bisschen aus der Übung. Das soll jetzt keine Ausrede sein, sondern es ist ebenso, wenn man eine Weile nicht gespielt hat, dann kommt man aus der Übung. Oder Komplexroller. Komplexroller, na, ich habe nicht mehr geschafft. Ich habe noch eine Bombe platziert, aber die war wirkungslos. So, noch eine Minute. Ich liebe einfach diesen eine Minute Now or Never Song bei Splatoon. Und nämlich verrückt, aber die Musik von Splatoon 1 ist meine Lieblingsmusik. Also die höre ich einfach immer noch am liebsten. Aber diese 1 Minute Now or Never Musik gefällt mir von Splatoon 1 vom Original wirklich am besten. Weiß nicht warum. Das hat irgendwie Schwung. Gut, da kommen noch Nostalgiegefühle dazu, weil es ist ja das erste Splatoon, was man gespielt hat. Gibt sich extra nur wegen Splatoon eine Wii U gekauft hat. Also ich warte, bis Splatoon 2 rauskommt, dass ich die Switch kaufen kann. Eine Wii U, bloß wegen dem Spiel. Gut, die Wii U, die hatten ja auch schon für andere Spiele treue Dienste geleistet, aber ich verplappere mich. Zweite Runde, wir gucken hier auf das Endergebnis. Oh je, das ist eindeutig. Was sagt der Miezemeister? Miau. Bom. 0 zu 2 für die Gegner. Und Team Grün geht leer aus. Aber ich sehe gerade Sim. Hier, den, wo ich jetzt gerade hier verdecke. Auch 0 Punkte. Wahrscheinlich während dem Spiel disconnected. Schade, schade, schade. Aber wie gesagt, dabei sein ist alles. Und ich muss sagen, es macht richtig, richtig Bock. Es macht richtig Spaß. Habe ich ja mal angekündigt vor Ewigkeiten, dass ich jedes Splatoon mal wieder mal hin und wieder spiele oder wenn es einen besonderen Anlass gibt. Und dass ich auch mal wieder Splatoon 2 spiele und Splatoon 1 und so weiter und so fort. Jetzt ist es ja notgedrungen, weil der Controller von der Switch nicht mehr funktioniert. Dann funktionieren auch die anderen Spiele logischerweise nicht, also Sonic und so weiter. Was ich noch sagen wollte, die Wii U hat mir auch für andere Spiele schon gut genützt, wo es einfach keine andere Plattform mehr gibt für ältere Spiele. Also The Ant Bully, wer meinen Kanal aufmerksam verfolgt, hat gemerkt, dass ich auch schon mal The Ant Bully versucht habe zu spielen. Bin aber bisher kläglich an einer Stelle gescheitert, wo ich nicht mehr weiterkomme. Was sehr schade ist, vielleicht versuche ich es irgendwann mal wieder. Und eigentlich, muss man dazu sagen, spielt man The Ant Bully auf der Wii. Also nicht der Wii U, sondern auf der Wii. Aber man kann Wii-Spiele auch auf der Wii U spielen, wenn man das entsprechende Adapter hat, dieses Nunchuk oder wie dieses Steuerungsteil heißt. So, ich sehe hier, es dauert wieder sehr lange. Ich melde mich, wenn ich die Mitspieler gefunden habe. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und es geht gleich los. Ich hab's im Gefühl. Oder ist jemand ohne Namen? Geht das, dass man keinen Namen eintragen kann? Ich weiß, dass das bei YouTube geht, dass der YouTube-Name leer sein kann. Aber geht das auch bei... Geht's auch YouTube-Namen? Ist auch egal. Also, wir sind diesmal im Team Orange. Oh je, und kämpfen gegen Blau. Auch noch das Kippblau, wie ich es nenne. So. Cool, cool, cool. Egal, wie auch immer. Aber diese Map, die ist wirklich... Das ist die, wo ich am Anfang vorhin gehabt habe, gell? Die hat es wirklich in sich. Die ist so unübersichtlich und so verwinkelt. Ich liebe es. Ja, weil es wäre ja langweilig, wenn... So, Ulti, da schmeiß ich mal hoch. Es wäre langweilig, wenn wir hier jetzt, sagen wir mal, einfach einen Sportplatz, ein Fußballfeld, wo nichts ist, als Fläche hätten. Das sage ich als Fläche, als Map hätten. Man könnte sich A nicht verstecken und B, ja, es wäre, wie gesagt, langweilig.
Und ich muss wirklich sagen, also ich bin jetzt hier nicht jemand, wo jetzt Bewertungen abgibt und sagt, oh, und irgendwelche Maps rankt und oh, das ist die ist so viel Punkte und das mag ich nicht so. Aber mir gefallen am besten tatsächlich solche Maps. Also ich finde die Maps allgemein bei Splatoon, Splatoon-Spielen, zwar bei allen, bei 1 bis 3, toll, gefallen die mir wirklich richtig gut. Also ich mag die Maps bei Splatoon, ich mag diese Welt, es ist einfach, super. Liebe es. Und ich hoffe, dass dieses Video auch jetzt wieder ein Einstieg wird, dass ich jetzt wieder mehr Gaming-Videos mache. Es ist ja ein Video, habe ich ja angekündigt, im Community-Bereich. Kann es aber jetzt gerne nochmal sagen. Ich war ja vor ein paar Tagen im Kino und habe Trolls 3 geguckt und gemeinsam stark. Und dies ein Kip Supernova-Thema, wie aber auch ein Marshall und natürlich ein King's Trollex-Thema ist, habe ich mich entschieden, ein Video zu machen, wo ich dann auf all meinen drei Kanälen hochlade. Und zwar auf King Trollex Club natürlich, auf Marshall Dog Puppy und auf wahrscheinlich Kip's Laboratory, also nicht auf diesem Kanal hier, sondern auf Kip's Laboratory, weil dieser Kanal hier, Kip Supernova, soll nur noch Gaming und Science-Fiction-Content enthalten. Und Kip's Laboratory ist jetzt mein Kanal, wo ich explizit über Animationsfilme quatsche. Also sowohl die kleinen, eher unbekannten Perlen, wie aber auch die bekannten. So, oder die größeren. Also ich denke, das ist auch Kip's Laboratory. Mal gucken. Wir können mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es hier sehen wollt. Aber wenn ich es eher auch auf Marshall und auf King Drolex hochlade, dann sehen es eher genug Leute. So, wird das ein Sieg oder wird es eine Niederlage? Jawoll! Endlich der Sieg für Team Orange gegen Blau. Und es war diesmal niemand disconnected. Alle waren da. Richtig, richtig schön. Eins noch dazu, dieses Video über Trolls 3 wird komplett auf Englisch sein, weil 90% der Zuschauer King Trollex Zuschauer sind, beziehungsweise Trolls Fans sind, und die sind durch die Bank weg alle englischsprachig. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich dann in dem Video Englisch spreche. Aber das soll es für heute gewesen sein. Drei knackige Runden, die Wartezeit war extrem lang stellenweise, deswegen habe ich euch das rausgeschnitten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich denke mal, entweder es gibt ein Halloween-Gaming-Special oder ich spiele noch ein paar Mal Splatoon 1, bis die Controller wieder da sind. Bis ich wieder Controller habe. Bis dann, habt eine schöne Zeit, bleibt neugierig und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.